Ganz weit gefasst ist künstliche Intelligenz jedes Verhalten, was das menschliche Verhalten in irgendeiner Form imitiert. Also der Begriff, was ist künstliche Intelligenz, verändert sich einfach über die Zeit. Dinge, die vor 100 Jahren noch als künstliche Intelligenz angesehen werden, sind heute einfach ein Taschenrechner. Ja, und heute ist dann eher die Frage, wie bringe ich einer Maschine das Autofahren bei oder wie bringe ich einem Roboter das Tennisspielen bei. KI ist der Oberbegriff. Wie gesagt, da geht es darum, menschliches Verhalten zu imitieren. Dieses Imitieren könnte aber auch fest programmiert sein. Das heißt, ich gehe hin und bringe dem Computer das einmal bei, in einem Algorithmus, wie er sich zu verhalten hat, und dann verhält er sich wie ein Mensch. Bei Machine Learning ist dann noch der Aspekt des Lernens dabei. Und das macht auch viel unserer Intelligenz oder unseres Menschseins aus, was dazu lernen zu können. Das heißt, Machine Learning bringt zur KI noch den Aspekt des, ich lerne im Laufe der Zeit dazu. Was wir heute schon tun, ist, wir haben ein Projekt, ein internes Projekt, Robocar-Projekt, wo wir ein ferngesteuertes Auto haben und diesem ferngesteuerten Auto jetzt Stück für Stück beibringen, wie es denn selber fahren kann. Wir arbeiten an vielen Punkten auch bereits mit Kunden zusammen, die dieses Thema für sich auch erschließen müssen. Alle Zulieferer, alle OEMs haben auf ihrer Roadmap das Thema autonomes Fahren. Und so ist es ein reger Austausch zwischen unseren internen Projekten und den Kundenprojekten. Und wir lernen da gerade sehr viel. Machine Learning wird Einzug halten in ganz, ganz viele Bereiche des Lebens. Ja. Nicht nur autonomes Fahren, sondern auch andere Entscheidungsfindungsalgorithmen. Und das wird mehr oder weniger gut sichtbar sein. Ab und zu hat man diese, sag ich mal, externen Referenzfälle, ja, wie 2016, dass eine künstliche Intelligenz zum ersten Mal einen professionellen Go-Spieler schlägt. Sowas kommt dann sichtbar nach außen, aber ich glaube, dass die meiste künstliche Intelligenz irgendwo versteckt unter der Haube sein wird und es ist für uns gar nicht wirklich wahrnehmbar.